Hallo und ein herzliches Willkommen zurück. So, wir sind jetzt erstmal hier in der Übersicht, damit ihr nochmal so ein bisschen einen Überblick bekommt. Hier sind einmal die Skills. Ja, so sieht's aus. Dann haben wir hier noch einiges an Quests. Gehen das einfach nur mal eben schnell durch, damit ihr seht, was ich alles für Quests noch offen habe. Ja, mit Tarkov-Shooter werde ich mich wahrscheinlich auch noch lange mit rumschlagen müssen. Aber gut. So, dann möchte ich euch einmal das Hideout zeigen. Und zwar habe ich ein bisschen was ausgebaut und ein bisschen Geld investiert. So sieht es jetzt mittlerweile aus. Jedenfalls der nächste Step ist jetzt erstmal weiter zu leveln. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt in die nächste Runde über. So, wir sind jetzt hier auf Reserve gelandet. Ich möchte jetzt hier einmal durch den Bunker gehen. Für die Quest, wo wir einmal ins Büro müssen und in diesem Bunker-Vorraum. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber ihr wisst bestimmt, welche Quest ich meine. So, dann gucke ich mal, dass wir jetzt am besten irgendwie in den Bunker reinkommen. Ich gehe am besten hier durch. Ich möchte halt auch nicht wieder zu offensiv rennen. Ach Mist, über diese Türe komme ich ja gar nicht raus, ne? Okay. Aber ich nehme mir, glaube ich, noch die Jacken hier mit. Gut, dass ich den Interchange Key mitgenommen habe. Der hilft mir hier richtig gut. Haben wir noch was? Nee, ne? Dann rennen wir mal außenrum lang. Und über. Ja, komm, wir gehen hier rein. Gucken wir noch hier eben durch, was wir noch so finden. Zumindest hier im Gym. Naja, ist kein Gym, ist eher so eine Sporthalle. Das ist nix. Oh, unser Lever. Okay. Okay. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Was ist das? Okay. Dann werde ich mal erkunden, was das bedeutet. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen nervös, weil ich jetzt nicht weiß, was mich hier erwartet. Ich habe mich halt auch vorher null informiert darüber. Ich habe nur die Quest angenommen und gedacht, okay, entweder du wirst was damit zu tun haben oder nicht. Lokalisiere das Feuer und eliminiere Follower von Moana. Okay. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber ich werde es schon irgendwie rausfinden. Das ist auf jeden Fall nicht hier. So, den ersten Teil haben wir schon mal. Jetzt gehen wir noch eben ins Büro. Okay,
Okay, krass. Hier ist einfach keiner hier. Ich habe ein bisschen Schiss, dass da gleich irgendwie Raider um die Ecke stehen, aber eigentlich kann es ja auch nicht. Ich muss erstmal das Licht anmachen und guck mal, ob irgendwelche spawnen. Ich meine, ich hätte nichts gegen Raider. Ich würde die eigentlich ganz gerne killen. Wir gehen jetzt hier einfach ganz in Ruhe die Büroschränke durch. Die Aktenschränke. Und entweder es wird jetzt irgendwas passieren oder halt eben nicht. Dann nehmen wir einfach nur den Loot raus. Und ja. Vielleicht finden wir noch irgendwie ein, zwei Schlüssel für Reserve. Weil für Reserve habe ich noch nicht einen einzigen. Ich dachte, ich hätte was gehört, aber war wohl nicht so. Okay. Jetzt ist dieser Frost wieder da. Jetzt ist er wieder weg. Okay, Scavs sind da. Die gehen auf jeden Fall über Metall. Man hört sie, aber man sieht sie nicht. Interessant. Ich nehme jetzt hier noch die letzten drei Fächer vom Aktenschrank mit. Und dann gehe ich mal gucken, wo die Scavs stecken. Jetzt müssen wir auf jeden Fall raus. Steps. Hier oben war ich schon. Und leider keine Keys. Wer hat der denn jetzt bitte gefressen? Der hat noch nicht meine Rüstung an. Vielleicht habe ich auch die Hälfte auf den Helm geballert, aber eigentlich müsste das gut durchgehen. Aber zumindest können wir jetzt so ein bisschen Platz schaffen. Das nehmen wir mit. Das müsste auch einiges wert sein. Okay, packen wir einfach mal rein. Oh, war ja. Ich habe vergessen, wie schwer diese Dinger sind. Also links sind auf jeden Fall Scavs. Okay, wie viele Scavs sind denn da bitte? Oh nein. Oh nein, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich muss ganz schnell nachstecken. Da ist mir ganz kurz das Herz in die Hose gerutscht. Aber die anderen beiden kriegen wir auch noch.
Okay, war ziemlich gut. Okay, der ist schon tot. Okay, die ist kaputt, die Waffe. Dann wird die mir wohl nichts bringen. Ich muss nur aufpassen auf den Skeff hinter mir. Okay, was zum Teufel habe ich hier bitte gekillt? Okay. Schade, den können wir nicht noch mitnehmen. Ich glaube, den sind wir völlig überladen. Okay. Was da nicht? Der ist einfach mit einer Granate angerannt. Und auf jeden Fall nachstecken. Und da ich jetzt nicht mehr so viel Munition habe, müssen wir zusehen, dass wir jetzt hier wegkommen. Sonst wird es ein bisschen schwierig. So, die packen wir mal unten rein. Ich nehme jetzt erstmal so mit, weil hat keine Nerven dafür, die rauszustecken. Da ist noch ein Skeff irgendwo. Ist das gerade ein bisschen zu heiß? In dem Falle wohl kalt. Haha. Okay. Gut, dass ich das noch nicht durchsucht habe. Ich schmeiß das jetzt hier alles rüber. Eigentlich ist das Rig ja deutlich größer. Irgendwo hat sich auf jeden Fall gerade ein Skeff gedreht. Leute, wir gehen extracten. Ich bin super, super schwer. Und ja, wenn ich das auch schaffe, dann können wir auf jeden Fall 3 Quests abgeben. Nehmen wir eben hier die Haferflocken mit. Weil das wird noch ordentlich Energie fressen hier. Ich bin nur verwirrt, dass keine anderen Spieler da waren. Okay, die Türe ist noch zu. Das ist die Frage, ob gut oder schlecht. Die Türe ist auf jeden Fall offen. Hier ist nichts gespawnt. Ich weiß, ich könnte jetzt auch noch hinten den Safe looten und so weiter und so fort, aber ich möchte halt gerne den Stuff mit rausnehmen. Jetzt können wir auf jeden Fall noch ein bisschen vollknallen, weil wir sind ja eh beim Exit.
Wenn denn gut da wäre. Ja, die kann man eigentlich schon mal mitnehmen. Irgendwann, falls ich es jemals schaffen sollte für den Kappa, aber das wird dauern und ich glaube auch nicht, dass ich das ehrlich gesagt diesen Vibe überhaupt schaffe. Weil bisher habe ich das noch nicht ein einziges Mal geschafft. So, Knöpfchen und raus. So, das war doch sehr erfolgreich und okay, das sind irgendwie schwerere Scavs, theoretisch. Vielleicht habe ich jetzt einfach nur Glück gehabt und die sind bei mir weggerannt. Weil so richtig beschossen haben die mich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall interessant. Gut, dann gehe ich mal kurz ins Hideout. Hol mal eben meine Sachen ab. Und dann gehen wir die Quest auf jeden Fall abgeben. So, der Bunker. Und das hier. Dann bekommen wir Bunkerbad 2 und Granny's Tales. Eliminiere 50 Follower. Okay. Ich finde, die Quest bringt jetzt nicht so viel ein, wie ich gedacht habe. Aber ja. Vielleicht übersehe ich ja auch irgendwas. Ich habe mich ja auch, wie gesagt, noch nicht damit beschäftigt. Gut, dann werden wir in die nächste Runde übergehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wohin. Womöglich gehen wir mal Streets. Ja, ich denke, das ist ganz gut. So, gesagt, getan. Wir sind auf Streets und völlig orientierungslos. Ich glaube, dass das hier ein Exit ist. Und ich muss auf jeden Fall gleich mal herausfinden, wo wir hier rauskommen. Ah. Nee. Da war ich gerade. Oder kann man hier irgendwo raus? Nicht zu. Da werde ich auch nicht durchkommen. Ich glaube, die anderen beiden sind auch zu, wenn ich mich richtig erinnere. Die Türe ist auch zu. Oder muss ich einfach eine Etage höher gehen? Hätte mir auch mal nebenbei, wo ich die Map aufmachen können. Okay, nee, das ist auch nicht richtig. Dann gehen wir erstmal hier ein bisschen looten und dann kümmere ich mich darum, wie wir hier rauskommen. Also ich brauche ganz dringend ganz viele Keys. Mir fehlen noch super viele. Da war was. Da war auf jeden Fall ein Busch. Ja, ich sehe hier auch irgendwie gar nichts. Hier komme ich raus, okay. Ist nur ein Scav. Mal eben hier die gute Muni nachladen. Ich brauche auf jeden Fall die ganzen Food Stores und au, das war der Arm.
Ich habe jetzt noch nicht ganz gesehen, wo der ist. Und wieder der Arm. Okay, er kommt nicht hierher gelaufen. Jetzt habe ich ihn. Genau. Wir brauchen die Food Stores. Dann müssen wir die Quest namens Audit machen, die ich tatsächlich auch noch nie gemacht habe. Das heißt, ich muss auf jeden Fall herausfinden, wo die ist. Ich habe auf jeden Fall schon auf der Map versucht, mir das irgendwie zurechtzulegen, wie ich da hinkomme. Aber das ist dann, wenn ich auf der Map bin, dann ist irgendwie vorbei. Keine Ahnung, warum das so ist. So, das Tierarzt, da ist ein Skeff. Okay, ich glaube, hier sollte ich nicht lang gehen. Das sieht so aus, als wären hier Minen. Safety first. Okay. Hier ist der Exit. Hier können wir zumindest den Skybridge Key holen, wenn er noch da ist. Das sieht aber gut aus. Erstmal Tür zu machen. Rechts von mir ist ein Skeff. Da ist der erste Food Store. Rechts von mir sind auf jeden Fall einige Scavs. Also wenn es Spieler wären, dann wären die schon da längst hier und würden mich umbrezeln. Ja, müssten ja nicht die Skeffs sein auf der anderen Seite. Das hört sich aber so mega nah an. Das sind definitiv mindestens zwei. Aber der kommt gar nicht hier lang.
gehe mal kurz gucken. Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt wäre es mal schön, wenn er sagt, Teilquest erfolgreich. Ich nehme eine Tasche. Ein Whisky. Also für einen Foodstore ist ja das ein bisschen mager. Ich habe immer Angst, wenn ich hier rausgehe, dass ich nicht in irgendwelche Minen renne. Uiuiui. Ja, schön, haben sie mir direkt mal den Arm abgerissen. Ja, es ist nicht der beste Spot, aber... Muss man hier erstmal Heavy Bleedings stoppen. Ja, jetzt habe ich natürlich das Medikit genommen, statt das Heavy Bleeding... Ding. Das war jetzt nicht so schlau. Ich finde, das wird auch mal so langsam Zeit, dass ich irgendwie einen Injector Case bekomme. Oder ich ergatter mir das irgendwie günstig auf dem Fliehmarkt oder so. Ja, ich stack mal eben nach. Oder besser irgendwo anders. Mir ist gerade mal aufgefallen, dass das hier ziemlich offen ist. Ist hier noch was zum Heilen drin. Hier ist auch nichts zum Heilen. Okay, ich weiß, dass irgendwo hinten in diesem Geschäft schon mal was zum Heilen rumliegt. Ich gehe da jetzt auf jeden Fall gleich hin. Aber... Skeff. Oh no. Spieler. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, das ist extrem schade. Ich hätte gehofft, dass ich mich da jetzt noch irgendwie heilen kann, aber ja, gut. Wenn einfach alles weggeschossen ist, dann ist halt... Dann ist es halt nicht mehr. GG. So. Da sind wir wieder. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Wie immer. Okay, das ist ein Quest-Key.
Sag mir jetzt gar nichts. Bad Rap. Okay. Keine Ahnung. Tür ist zu. Wie komme ich hier raus? Das Fenster? Das sieht für mich trotzdem irgendwie nicht richtig aus. Toilette, Tür ist zu. Ja, muss ja, ne? Hier ist auch alles dicht. Na gut, dann steigen wir hier halt aufs Bett und hoffen, dass wir hier irgendwie rauskommen. Alles klar, hat geklappt. Da ist auf jeden Fall die Party los. Blöde ist, dass wir definitiv in die Richtung müssen. Aber ich glaube, wir kommen auch hier zwischen diesem Haus durch. Da steht was. Gut, dass die Scheibe noch ganz ist. Yo. Ich hoffe, ich komme mir irgendwie heil rüber. Aber vorher gehen wir noch hier links in den Store rein. Da gehe ich eigentlich ganz gerne hin. Hier irgendwas zum Heilen? Nö. Dann gehe ich mal nach hinten durch zu den ganzen Taschen, wenn sie denn gespawnt werden. Aber hier sind welche. Eine haben wir noch. Ja, aber der Loot war ja auch schon mal besser. So, weiter geht's.
Vielleicht sind die ja so beschäftigt, dass sie das gar nicht mitkriegen, dass ich hier lang laufe. Oh, da war ein Step. Okay. Das war super. Alles klar. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir beenden jetzt hier die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.